Seit 7 Jahren wird beim O-Jodelfest an wechselnden Orten der Lust am Jodeln nachgegangen. Heuer machte das O-Jodelfest in Ötztal Station. Rund 100 Jodlerinnen und Jodler von 6 bis 80 Jahren, 10 Referentinnen und Referenten, etliche erlernte Jodler, ein eigens geschaffener Ötzer-Jodler sowie jodelndes Wannern waren die Zutaten für dieses wunderbare Fest des Jodlers. In Ötz ist aktuell das O-Jodelfest. Das wird veranstaltet vom Priet Markus. Der hat also ein kleines Team, ein feines, das sich immer wieder andere Ortschaften sucht und da die Gegend bejodelt, bewandert. Und heuer sind wir dran, und zwar das Ötztal. Und das passiert da im ganzen Dorf, ist auch gerade auch zur Kirche. Dort ist eine Gruppe heute unterwegs und dann sind 5 Workshops insgesamt. Und auf Nacht ist man wieder im Gasthaus oder heute auf Nacht am Biburger See. Und was man vor allem tut, ist Jodeln ohne Ende. Im Rahmen des Jodelfestes gibt es viele Workshops mit erfahrenen Jodelreferenten. Und die haben sich hier in Ötz auf verschiedenen Plätzen platziert. Die Workshops sind für Teilnehmer, die sich da angemeldet haben und die lernen das Jodeln oder vertiefen das Jodeln. Ja, und es gibt auch einen Jodelstand, Jodel to go, der für alle da ist, die gerade in der Nähe sind, die können da hingehen und dann tut man einen Jodler zusammen. Also es ist eigentlich für jeden, der Musik mag und gerne das Jodeln mag, was dabei. Beim Jodelfest, das es schon 7 Jahre gibt, ist es meistens oder bislang immer so gewesen, dass man zum Fest hinwandert. Das heißt, eine Gruppe ist 3 Tage über den Similaun umgewandert nach Fendt und dann nach Ötz. Dann gibt es eine 2-Tages-Wanderung, die dann alle nach Ötz. Und 2 1-Tages-Wanderungen, die sich dann alle da treffen, um da dann im Großen, in der großen Gruppe für, sagen wir dann 110 Leute oder sowas, dann miteinander jodeln. Ja, das Jodelfest sucht sich eben, wie gesagt, immer neue Plätze und sucht sich vermutlich auch Gegenden, wo es einfach schön ist zum Wandern, weil die ja her wandern. Und was bietet sich besser zum Wandern an als das Ötztal, würde ich sagen. Und da in Ötz haben wir halt einen wunderschönen Ortskern, wo das Jodeln ganz gut dazu passt. Es hat natürlich ein großes Charakteristikum, das ist der Wechsel zwischen den 2 Stimmqualitäten. Ja. Also den Registerwechsel kann man auch so nennen, den hat es einfach so als Stilgrundlage. Und der macht natürlich auch innerhalb einer Melodie viel, viel aus. Es ist Vokal, es ist dann auch ganz unterschiedlich. Also von der Schweiz bis nach Wien liegen Welten. Jodeln ist für mich so richtig der Ursprung des Singens. Und ganz fein, weil man einfach keinen Text braucht und einfach zusammen singen kann. Egal, ob ich das jetzt gut kann oder nicht, kann man einfach gleich mitmachen.